Bedeutung, dass wir ja nicht über dieses Baugebiet reden, sondern über einen Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Waldeck und der EWF Connect, dass wir jetzt überall bei jeder Baumaßnahme die Nährrohre mit reinlegen. Die Formel lautet Zeit gegen Geld. Man kann hingehen, kann die Straßen komplett aufreißen, da hat man Millionen Aufwand für Glasfaser zu verlegen. Man kann es aber auch im Laufe der Zeit relativ kostengünstig machen, indem man einfach die Rohre dabei legt. Und das haben wir hier vereinbart, und zwar von beiden Seiten. Das heißt, wenn die Stadt eine Baumaßnahme hat, stellen wir das Rohr und die Stadt legt das für uns kostenlos mit. Und wenn wir eine Baumaßnahme haben, verpflichten wir uns auch, die Rohre mitzulegen. Das führt dazu, dass im Laufe der Zeit jedes Haus einen Glasfaseranschluss bekommen wird. Und zwar mit einem soliden Tiefbau, 60 cm tief und nicht einfach in die Erde reingekratzt. In jedes Haus zu bekommen. Und in der Stadt Waldeck ist man der Meinung, oder wir sind der Auffassung, dass dieses Schlitzverfahren, wo es im Endeffekt nur ganz dünn unter den Asphalt gelegt wird, dass das das schlechtere Verfahren ist. Und deswegen wollen wir am liebsten die Leerrohre verlegen, sodass man das dann auch hinterher bespielen kann. Und natürlich auch, wenn möglich, mit der Breitband Nordhessen da noch ein Stück weiter vorankommen, dass wir das Glasfaser bis in jedes Haus halt bekommen. Aber das ist sicherlich nicht in wenigen Jahren umsetzbar. Ich denke, da brauchen wir sicherlich noch, ich würde mal sagen, bis zu 10 Jahren. Wir fahren über die Bestandsinfrastruktur, also über die bestehenden Netze der Deutschen Telekom oder auch der Breitband Nordhessen, sodass wir in den Bestandsnetzen bis zu 250 Megabit aktuell liefern können und in den bestehenden Glasfasernetzen sogar bis zu 1 Gigabit in Gewerbegebieten entsprechend mehr, je nach Bedarf. Der Unterschied, den Sie jetzt machen, ist im Prinzip, Sie haben zwar eine Bandbreite von 1 Gigabit im Koaxnetz, diese teilt sich aber durch sämtliche Endkunden, ähnlich wie man das im Mobilfunknetz auch kennt. Man hat eine Gesamtbandbreite, die auf alle Kunden aufgeteilt wird. Das ist im Glasfasernetz anders. Da bekommt jeder Kunde eine eigene Bandbreite mit der Aktivtechnik zugewiesen, sodass Sie da die Sicherheit haben, dass auch immer genügend Bandbreite anliegt. Mehr und mehr dazu hinkommen, dass wir flexible Tarife haben und alles, was dazugehört. Also Strom wird nicht mehr am Jahresende abgelesen werden, sondern wir werden ganz unterschiedliche Tarifmodelle haben. Und dafür wird es entscheidend sein, dass wir auch unsere Zähler entsprechend ansprechen können, entsprechende Informationen haben und auch steuern können. Das werden wir damit alles auch realisieren. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir es machen für Heiminternet, sondern wir machen es auch für die Energieversorgung, um die damit zukunftssicher aufzubauen.